Herzlich willkommen zur 20. Folge meines Bauberichtes hier bei Freestyle Mova. In dieser Folge beginnen wir endlich mit dem Straßenbau für meine Anlage. Um genau zu sein, geht es los mit dem Bau eines Kreisverkehrs für das CarMotion-System, was ich auf meiner Anlage verwenden werde. In dieser ersten von drei Folgen zeige ich euch, wie ich die Grundplatte des Kreisverkehrs gebaut und auch montiert habe. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video.
Ja, jetzt wo die Straßenfarbe aufgetragen ist, kann man doch schon so langsam erkennen, was es einmal werden soll. In der nächsten Folge widmen wir uns den Verkehrsinseln und dem großen Bordsteinring in der Mitte, welche ich selbst konstruiert und in meinem neuen 3D-Drucker ausgedruckt habe. Die nächste Folge wird auch noch in diesem Jahr erscheinen, also bleibt gespannt. Ich wünsche euch und euren Familien eine schöne Weihnachtszeit, verbringt ein paar schöne Tage und wir sehen uns beim nächsten Mal.